Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Saxonia. Ja, wir sind bereits in Folge 264 und wir sehen hier, heute wird der Heupart zu Ende gehen. Dann werden wir uns noch ein bisschen um die Wasserversorgung kümmern. Von der Cola-Fabrik, von der Zuckerfabrik und von der Koffeinfabrik. Und während wir das machen, können wir auch schon vorspulen. So simpel ist es. Das heißt, wir werden, sobald wir hier den Spaß vom Feld haben, sag ich mal so, sprich das Heu in die Mischfutterproduktion gegeben haben, werden wir uns dann ums Vorspulen kümmern und während wir vorspulen halt eine Wasserversorgung fahren. Das ist der ganze Trick jetzt. So, ihr seht, es ist nicht mehr viel. Wir machen ihn hier noch voll. Ne, diese Bahn hier, die werden wir jetzt hier also locker noch reinnehmen. Und die beiden Bahnen rechts, die sind noch vollständig. Und bei der Bahn links, da fehlt eh schon ein Stück. Das habe ich immer schon genommen, um halt das Ganze aufzufüllen. Dass, ne, dass ich auch mit einem vollen Wagen losfahre. Und das werde ich gleich jetzt einfach nochmal machen. Ja, und dann holen wir noch einmal den Rest. Das wird dann kein voller Wagen mehr sein, aber dann sind wir damit durch. Und dann werden wir mal vorspulen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir vorspulen müssen. Ich kann gleich mal gucken, wie die Wachstumsgeschichten aussieht, weil wir haben natürlich jetzt auch schon wieder eine ganze Zeit gespielt. Und das kann sein, dass wir nur ein paar Stunden vorspulen müssen. Wow, wir haben es nicht mal reingekriegt. Cool. Ah, dann kommt das vielleicht doch hin, dass wir fast noch einen Wagen voll machen. Sehr schön. Ja, da müssen wir halt mal gucken, was wir dann noch machen. Ne? Die Drescher stehen eigentlich schon so halbwegs betriebsstartmäßig da, also startklar da. Die haben auch jeder schon einen Abfahrer daneben stehen. Das ist ja alles schon vorbereitet. Ich muss nur mal gucken, was wir denn tatsächlich zuerst machen. Kann sein, dass wir einen noch neu positionieren, weil ich natürlich gerne die Sojaölgeschichte probieren möchte und das ist bis jetzt nicht vorgesehen. Die Backmohn-Geschichte, die werden wir auf jeden Fall an den Start bringen. Da steht auch schon ein passendes Fahrzeug. Und bei den anderen Sachen müssen wir mal gucken, was wir in welcher Reihenfolge machen. Das schauen wir dann einfach mal. So. Die Ladung geht noch weg hier. Und da sind wir schon. Wenn ich das hier ablade, werde ich jetzt einmal rüber gucken, was die originale Produktion hier macht. Die hat 6.500 Liter drin. Okay, und noch 674.000 Liter an Gras drin. Also da brauchen wir erstmal eine ganze Zeit nichts reinfüllen. Ne? So simpel ist das. So, dann holen wir mal noch eine Ladung. Ja, wie gesagt, dann werden wir ein bisschen vorspulen. Erstmal gucken, aber ich glaube, wir sind noch nicht reif. Ich meine nicht. Was wir nämlich dann neben der Wasseranlieferung auch noch machen könnten, wäre halt dann schon den Streudünger hier rüberfahren, dass der dann die Wiese macht, ne? Das würde auf jeden Fall auch Sinn machen. So. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen die Wiese langfahren. Weil jetzt sind es ja nur noch die letzten Bahnen hier. So, einmal an, einmal los. Und dann geht es auch schon los. Da, da, da. Ja, so muss das sein. Sich durchgehend mal so um eine Sache kümmern müssen und nicht so viel hin und her springen müssen, das hat schon was. Das reicht schon, wenn uns die drei Drescher dann nachher am Laufen halten, sozusagen. Ne? Das ist ja schön, wenn man das
die Nebenarbeiten, so wie jetzt den Graspart hier, dann schon durch hat, ne? So, einmal das. Dann noch den kleinen Stupsi hier am Ende. Oh, ich glaube, hier ist gerade umgesprungen. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich nicht mal vorspulen. Oh, das gucken wir gleich mal. Kann sein, dass wir komplett ohne Vorspulen sind. Dann können wir also uns tatsächlich um Ruhe um die Ernte kümmern und um den Abtransport, weil wenn wir nicht vorspulen müssen, haben wir auch nichts, was wir größer bewegen müssen, weil das meiste war so, dass es ja vielleicht eine halbe Lieferung an Paletten war oder sowas, ne? Wir hatten nur 10 Paletten Bier fertig und auch bei den Milchprodukten waren wir so in dem Bereich, Fleisch auch. Das heißt, da ist wahrscheinlich in dem Bereich noch nicht so viel passiert, dass man da einen vollen Transport wegholen könnte. Deswegen müssen wir da echt mal ein Auge werfen. Boah, ich werde es jetzt spannend machen. Und erst die Bahn hier zu Ende fahren. So. Wir sind nämlich gleich schon auf dem Weg zur letzten. So, hier einen schönen Bogen fahren. Ja, weil die liegen jetzt natürlich nebeneinander wieder. So, das läuft doch. Ja, aber ich würde sagen, damit sollten wir so Richtung 90% auf jeden Fall auch noch hinkriegen. Ja, sieht doch danach aus, ne? So, jetzt drehe ich nochmal. Hier vorne war noch eine Ansammlung von ein paar mehr Stupsen hier, die 6, 7 Stück. Die nehmen wir jetzt noch mit. Dann seht ihr selber, so riesig viel sind die Stupsen nicht. Das sind immer nur ein paar Liter. Deswegen werden wir jetzt den ganzen Spaß mal abschalten und die letzten 94% rüberbringen. Damit haben wir den Spaß dann schon mal erledigt. So, da sind wir schon wieder bei der Einfahrt. Hier rüber. Ja, fast 50.000 Liter, das ist doch nochmal okay. So, ja, dann würde ich sagen, ich lade das hier mal ab und wir gehen mal auf die Karte. Und wir sehen, es ist gesprungen, nämlich ins letzte Grün. Das heißt also, so super viel vorspulen müssen wir nicht mehr. Noch genau eine Wachstumsphase, um exakt zu sein. Das ist schon mal gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier auch. Ich mache nochmal besuchen, das sieht jetzt doof aus. Aber mache ich trotzdem. War denn hier die Wachstumsphase auch gesprungen, dass wir hier Gras haben? Nee. Also hier können wir noch nicht düngen. Also hier können wir dann tatsächlich düngen,
wenn die, ne, das ist auch, der Mond sieht jetzt super aus, aber das ist halt leider, ne, zum Ernten, das ist genau wie bei den Sonnenblumen, sieht er nicht mehr ganz so schön aus. Hier können wir nochmal Wasser abgeben. Den haben wir leer. Die fahre ich einfach nur hier vorne auf den Platz. Was ich dann nämlich noch machen werde, ist den Streudünger positionieren. So. Den Wasserkollegen machen wir gleich. Da ist er. Den fahre ich nämlich jetzt schon mal hin, dass der Feld 2, also die Wiese, düngen könnte, wenn wir dann da sind. Ne? Aber mit dem kann ich dann auch tatsächlich mal die Originalstraße fahren, das hat ja schon mal was. Aber was ich jetzt schon mal machen kann, ist Vorspulen. So, ich werde jetzt mal ein bisschen vorsichtig spulen natürlich. Ich werde aber auch keine Fußgänger über den Haufen fahren, sondern schön hinter lang cruisen. Also wir werden jetzt auf jeden Fall bis 2 oder 3 Uhr spulen müssen. Da gehe ich wenigstens mal von aus. So. Bedeutet, ich kann hier mal gucken, ob ich ihn ansetzen lassen kann. Ja, er kann schon düngen. Ja, hervorragend. Das ist doch der Spaß auch schon auch gleich erledigt. Das ist doch sehr gut. Wir skippen weiter. Hier sind wir ein paar Palettengeschichten gekommen. Das ist okay. Während wir hier am Vorspulen sind, hätte er gesagt, ich spule erstmal bis 3 Uhr vor. Das wird aber wahrscheinlich dann auch nichts gemacht haben. Nur ich möchte, weil es da am knappesten ist, jetzt in der Zeit, wo wir spulen, ich habe die Zeit jetzt mal wieder runtergestellt, hier hinten einmal das Schweinefutter wegholen und abliefern. Damit die Tierversorgung weiter klappt, weil bei den Schweinen war es ja am engsten von der ganzen Geschichte. Ne? Hier ist jetzt Weizen, Gerste, alle, Raps ist noch da. Sonnenblumen ist noch da, Mais ist noch da, Zuckerrüben ist noch da, okay. Und Schweinefutter nicht, sondern nicht viel. Da gehe ich doch erstmal raus. Guck doch mal, sonst fehlt jetzt hier vorne echt. Ja. Da sehen wir echt, es fehlt uns der Getreidepart. Okay. Dann werde ich das jetzt ein kleines bisschen anders gestalten, glaube ich. Indem ich den Weizenpart, das wollte ich gar nicht, dass ich den Weizenpart gar nicht auffülle hier, sondern den Rapspart hier nehme und in eine Produktion einen weiterbringe da vorne. Oder nee, gar nicht mal. Ich werde den Rapspart. Oder will ich das doch machen? Ne, ich will den Rapspart direkt reinschütten, glaube ich. Aber wie war das noch bei den Tieren? Hier hatten wir. Das war noch mit der geringste Anteil, ne? Ich werde die Produktion jetzt einfach leer machen. Wir werden jetzt einfach auf Null fahren. Alles, was da drin ist, werden wir einfach rüberbringen. Direkt zu den Schweinen und einfach reinschütten. So einfach ist das Ganze. Dann brauchen wir uns um die Produktion nicht mehr kümmern. Und wenn wir was von den Stoffen hier haben für die Schweine, dann bringen wir es einfach direkt her und dann ist gut. Ne, was wir nämlich auch noch machen müssen, wahrscheinlich jetzt gleich, ist, damit hier irgendwelche Fahrzeuge überhaupt fahren können, sauber machen. Ne, auch wegen der Produktivität alleine schon. So, was war das hier? Ja, ihr seht auch schon, Mist und so ist natürlich auch schon mehr geworden.
werden mit dem einen LKW vielleicht auch nach dem Vorspulen den nochmal losschicken, dass er eine Runde Dünger oder sowas holt. Hier können wir es mal schön gerade durchfahren. Die Produktion, die brauchen wir uns nicht ganz so drum kümmern, weil wir ja frisch angeliefert hatten. Unser Heu. So. Raps. Ja, das sind jeweils mehr wie eine Ladung. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich wohl viermal eben fahren. Aber das ist kein Problem. Das müssen wir jetzt einmal durchziehen. Ist der Spaß erledigt. Ne? So einfach ist das Ganze. So, ja. Ne? Da sind wir wieder soweit. Apropos durchziehen. Ja, wir haben die Folge bereits durchgezogen. So sieht es nämlich aus. Ja, wir haben die Folge durchgezogen und sind leider schon wieder am Ende der ganzen Geschichte. So schnell geht's. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich klasse. Sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.